Es ist Up Your Ex, man. Geh rein, ich bin gespannt. Der Winterblues ist auf St. Pauli Geschichte. Sound ist gut, denke ich mal. Wie bin ich eigentlich? Bin ich laut und deutlich eigentlich? Deutsch und deutlich? Ist das bei mir was auch, was ich sage? Ist das deutsch und deutlich? Hört man das? Deutsch und deutlich, Chef. Sehr schön. Du bist nicht deutsch. Das stimmt, aber im Herzen, Digga. Deutsch hat mir alles gegeben, Digga. Deutsch hat mir alles gegeben, Digga. Gehen wir rein. Szenegänger nehmen die fünfte Infektionswelle gelassen. Fuck Roller. Das war nicht deutsch und deutlich, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Fuck Crawler. Wer ist Crawler? Meint er Corona? Will er Corona sagen? Fuck Crawler. Fuck Crawler. Fuck Motorroller? Fuck Corolla. What's happening? Auch vor dem berühmtesten Discounter Deutschlands ist anscheinend wieder alles beim Alten. Fuck Corolla. Ja, Digga. Alles klar, Buddy. Digga, das Erste, was ich sehe, ist ein Schwarzer, der... Und dann, der Typ hat auch kein Gleichgewicht mehr über sein Leben, auch gar nichts mehr, der hat auch gar nichts mehr im Griff. Er macht direkt Klappmann, Klappstuhl, Digga. Ist anscheinend wieder alles beim Alten. Was ist das? Die steht hier rum, der klappt hier zusammen. Was macht er? Was ist hier los? Nach dem erhofften Ende der Pandemie fehlt Pennymarkt-Chefin Ramona manchmal der Lockdown. Das Leben ist zurück. Es gibt so Sachen, die hat man nicht vermisst. Geh doch mal weg. Ist gut. Nee, du musst da schon weg. Geh doch mal weg, Digi. Ja, es ist schon schön, dass es hier wieder lebendig ist, aber es ist auch schon ganz schön nervig. Hamburg lebt. Alatnalak Hamburg lebt. Entweder Hamburg oder gar nichts. Hamburg ist geil. Alle sind sehr patriotisch unterwegs, alle. Die sind schon sehr patriotisch unterwegs für Hamburg, so. Die lieben Hamburg, das muss man ihnen geben. Die sind richtig stolz auf deren Stadt. Kommt meine Kollegin schon? Morgen. Okay, kommen wir gleich. Ich kriege mein kleines Universum so ein bisschen. Das ist, hier ist halt jeder Tag anders gleich. Jeder von uns ist so ein bisschen gestört. Ohne den geht auch nicht, der hier arbeiten will. Das haben die auch letztes Mal gesagt. Jeder ist ein bisschen plemplem. Das sagen die immer gerne. Die geben das auch offen zu. Passt sich ganz gut mit den Kunden. Die anderen Märkte sind natürlich auch toll. Ich hatte vorher auch andere Märkte, aber hier ist es irgendwie so, hier fühle ich mich, als wäre ich angekommen. Das ist mein Zuhause, so ein bisschen. Das ist mal home. Die kennt man aber von letztem Mal. Die erste Stunde, bevor die Kunden reinkommen? Man genießt die Ruhe. Bevor wir dann um 7 die Höllentore öffnen, dann ist es alles andere als ruhig. Anders gleich. Geht dann die volle Beleuchtung an, damit man das ganze Elend dann sehen kann. Der ist fresh, der Penny, dafür, dass er für seine Location und für was für Leute da umherwandern, der sieht fresh aus von innen. Wie Ramona gehört auch Susanne zum Pennymark-Inventar. Eine Kiez-Kassiererin mit Nehmerqualitäten. Ich habe jetzt noch 4 Jahre bis zur Rente. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich wechseln. Ich wollte gerade sagen, stramm. Sie hat sich gut gehalten. Da hat sie hochgeschaut. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich wechseln. Da hat sie das und dann... Ja! Und dann war wieder Horrorfilm. Wagwan Fam! Wenn ich das bis zum Schluss... Einmal dahin, ne? Das ist nicht ganz ohne. Falcon, so, das geht. Fertig? Ja, erst, geht los. Erst am 7. Buddy, bau noch mal ein, Digga, bevor hier alles losgeht. Gib mir noch ein Ready, Digga. Und tut sich schon was? Ja, guck um die Ecke. Guck. Ich bin so gespannt, was für Charaktere jetzt rauskommen. Schauen wir mal. Okay, machen wir mal auf. Das sind alles Charaktere in meinen Augen. Morgen. Die spielen das nur. Nach der Preisexplosion stieg der Umsatz in dem Billigmarkt um 30%. In der Krise kaufen Konsumenten im... Warte. Das ist... Warte. Guck ich auch die richtige? Ist das nicht, dass ich dieselbe gucke? Okay, vor 2 Wochen. Hä, den kennt man doch. Ey, den kennt man vom ersten Teil. Nach der Preisexplosion stieg der Umsatz in dem Billig... Den kennt man vom ersten Teil. Der hat so das Intro gemacht vom Video, wisst ihr noch? Also hier ist alles, Digga. Hier, Digga, entweder sie sind schlecht drauf oder gut drauf. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber er hat so Intro gemacht. Er war auf jeden Fall stark. Billigmarkt um 3. Der
Er ist wieder im Cast, er ist wieder in Besetzung. Die haben also, ich glaube, für Teil 2 haben die weitergenommen. Die dachten sich, nee, Brudi, du musst auf jeden Fall, er ist so zum Stammcast gehört. 30%. In der Krise kaufen Konsumenten im Discounter. Ansonsten nichts, alles neu, ne? Jo, der hat aber Pfandflaschen gesammelt, der war fleißig. Hallo, Mann. Ich habe sogar auch Waffeln gekauft, nicht nur Orangen. Ist das nicht toll? Das und was machen geil. Sie hier? Einkaufen. Das ist auch eine dumme Frage. Gute Antwort. Was machen Sie hier? Einkaufen. Wienerle. Was gibt's dazu? Kartoffelsalat. Sind die gut? Die habe ich noch nicht gehabt, die beiden. Ja, also das hatte ich tatsächlich selber schon mal. Das ist gutes Fleisch. Ich bin auch ehrlich und sage, wenn mir was nicht schmeckt. Ich habe noch nie okay. gesagt, hier, die Scheiße will ich nicht. Was benötigen Sie denn heute auf dem Samstag? Ich habe noch nie gesagt, hier, die Scheiße will ich nicht. Was benötigen Sie denn heute auf dem Samstag? Eine Flasche Wodka, eine Cola, Milch und Müsli. Das ist auf jeden Fall, Digga, fühle ich. Ich hab Durst, was soll ich denn kaufen? Sekt, um Gottes Willen, dann bin ich ja gleich besoffen. Gleich? Ich komm öfter mal, ich komm immer wieder. Das meine ich, sieht geil aus hier, sieht geil aus. Weil das so schön ist hier. Zu Hause ist langweilig, hier ist besser. Ich war da oben im Spielbudenplatz, da spielt eine Band. Und hab zugeguckt und mitgesungen. Ich müsste, der Bruder hat sein Wochenende geplant. Und Spaß. Zugeguckt und mitgesungen. Was machen diese Background-Dancer? Und Spaß. Was haben wir gesungen? Yesterday, I'm pressing to see the far away. Das ist nicht der Text. Das ist nicht der Text. Fräulein, du hast gesungen, sagst du. Abili Susisi, das ist nicht Beatles, okay? Das ist nicht das. Du kennst das von den Beatles. Das ist gut, ne? Das, aber das war's nicht. Du kannst nicht sagen, Bala City Bidi, believe it to yesterday. When she doesn't go, I don't know, she wouldn't say. Digga, starker Song. Beatles stark auch. Beatles auch gut. Was nickst du? Du hast gerade einfach die Lyrics rüber. Was nickt sie, als hätte sie gerade das gekillt? Von den Beatles ist gut, ne? Was nickst du? Sie so, shit, I did it. Shit, okay. Nein. Ja, singen bringt Spaß, weißt du. Hat sie was recht. Was suchen Sie denn Schönes? Möhren, Zucchini, Tomaten. Was war das für ein Blick? Das war so richtig Kampf gegen die Kamera. Singen bringt Spaß, weißt du. Was suchen Sie denn Schönes? Möhren, Zucchini, Tomaten, grüne Gurke. Zucchini. Ich bin hier zu Gast, ich fütter eigentlich die Katze, die ist krank. Meine Freundin ist verreist. Schön, dass Penny auch Bio anbietet. Und der Preis? Die wurde bezahlt, Digga. 1,29, na die 10 Cent mehr und dafür haben wir Bio. Das ist doch toll, Leute. Digga, was war das für eine Werbung, Digga? Wer hat dich bezahlt? Frank, meine Freundin ist verreist. Schön, dass Penny auch Bio anbietet. Gute Stimme, aber. Und der Preis? 1,29, na die 10 Cent mehr und dafür haben wir Bio. Das ist doch toll. Gute Stimme, aber. Schön Blumenkohl, das ist eben. Und sogar noch runtergesetzt. Boah, sie snatcht diesen Blumenkohl auch, Digga, als wäre das. Als hätte man ihr den schon mal geklaut. Ja, guck mal da. Wie hat die den gesnatcht? Den Blumenkohl, das ist eben snatcht der mal. Ja, guck mal, da lacht das Hausfrauenherz. Herrlich. Das Hausfrauenherz im offenen Frauengehalt. Ja, einmal für morgen schönen Blumenkohl. Boah, dazu habe ich Backfisch und frische Kartoffeln. Und übermorgen gibt es dann Zucchini. Da habe ich Zucchini-Pfanne. Hör auf, das zu sagen, Fräulein. Und Fertigtüte mit Couscous. Couscous. Die klingt wie Mickey Maus. Bruder, mein Junge. Mickey Maus, Digi. Vielleicht ein Spiegelei oder zwei. Ich koche mir immer was. Ich gehe nicht ins Restaurant. Wieso nicht? Restaurant. Ja, ist doch viel zu teuer. Hier weiß ich, was ich habe. Qualität. Aber Sie arbeiten immer nach Einkaufszettel, ne? Sie lassen sich jetzt nicht so ein bisschen treiben, ne? Sie macht keinen Freestyle, das wollte ich auch sagen. Die macht kein Freestyling. Die sagt nicht, oh, ne? Die hat einen Zettel und sie weiß, was abgeht. Aber erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Das ist für mich. Morgens esse ich Müsli mit kalter Milch immer, mach ich gerne. Boah, Bruder, warum hat er schon The Rock-Blick die ganze Zeit auf Default, Digga?
morgens esse ich Müsli mit kalter Milch immer. Warum ist das so? Warum sieht der aus wie so ein, wie gezeichnet hier, die Augenbrauen? Er guckt immer er guckt immer skeptisch. Warum guckt er auf normal skeptisch, hä? Oh, herrlich. Gerne. Und da zum Kaffee, ja, das ist mein Frühstück. Was ist los mit den Beinen? Ich habe lange als Türsteher gearbeitet. Was ist los mit den Beinen? Brudi, der Dings stellt auch Fragen, ne? Der nimmt sich kein Blatt vom Mund. Der hinter der Kamera, dem ist scheißegal. Ja, das ist mein Frühstück. Was ist los mit den Beinen? Ich habe lange als Türsteher gearbeitet. Okay. 26 Jahre und da sind die Beine kaputt gegangen. Weil er halt, ne? Satt vom Stehen, ne? Von dem Job ein bisschen, ne? Weil man immer steht, ne? Steht halt nur. Ich hab 26 Jahre hier auf der Riverbank gestanden. Wo denn? Hier vom Moulin Rouge. Und haben die Jungs reingeholt zu den Damen? Ja, da waren aber noch viele Jungs und viele Damen. Guck dir das an jetzt, was hier geworden ist, leider. Leider. Kann man machen, ne? Willst du machen, Diggi? Strammer Türsteher aber, Digga. Ich hab hier jahrzehntelang. Ja, ich hab 80 Stutzen. Euro die Woche. Zum Leben. Für Essen, Trinken. Rente oder was ist das? Das ist Rente, das ist diese Grundsatzrente. Mein Chef hat mich schlecht versichert. Das war ja damals hier so auf St. Pauli, ne? Digga, einfach auf seinen Chef geschossen? Ja. Hat man viel Geld verdient, wenn man gearbeitet hat, aber wenn man nicht gearbeitet hat, hat man nichts bekommen. Ne? Vom Himmel in die Hölle, vom Verdienst her. Ne? Was hat man denn damals so verdient am Moulin Rouge, wenn man doch... Viel. Ganz, ganz. Boah, der hat sein Geld verballert, Digga. Der hat's halt verballert. Viel. Die Clique hat's damals richtig krachen lassen, ja. Diese Zwischenschnitte auch manchmal, einfach random. Das waren ja die goldenen 70er, die goldenen 80er. Da ging's noch. Und nachher kam das mit den anderen Dingen. Mit den Beilagen, da wurde es nicht mehr so schön. Ne? Mit dem Kokain und. Ja, das ist ja furchtbar. Das ist. Ja, Digga, du hast auch, Digga, safe. Zähle ich auch jeden, das ist ja nun mal so, ne? So war das hier. Ach, ist egal, ich hab trotzdem gute Laune. Jetzt geht's rund, sagt der Papagei und flog in den Ventilator. Was der Mann wird's erzählen. Die ist auch zu lustig. Chinese im Karton. Hey, Rassismus. Was macht Carsten Stahl im Hintergrund? Warum ist Carsten Stahl da? Die Eule, die Eule. Die hat. Yo, er checkt sie ab. Schon Chinese im Karton. Die Eule, die Eule. Was? Die hat am Arsch eine Beule. Also Putin würde ich gleich abschießen, weißt du. Den Warum immer Putin? Warum ist immer Putin der größte Ob hier? Und was ist mit ihm los? Hä? Papagei und Flo. Guck mal, er muss hier eigentlich durch. Er will eigentlich durch. Guck in den Ventilator. Was der Mann wird's erzählen. Xing Shang Shong, Chinese im Karton. Die Eule, die Eule, die hat am Arsch eine Beule. Also Putin würde ich gleich abschießen, weißt du. Den kann ich nicht ab, den Kerl. Der ist einfach doof. Das dauert nicht mehr lange. Die Yacht haben sie ihm ja schon weggenommen. Bald ist er weg vom Fenster. So, und Boris Becker ist ja im Knast, der Knasti, ne? Boris Becker ist nicht im Knast. Hör auf damit. Die lügt einfach. Die lügt hier einfach rum. Was lügt die so? Was lügt die hier rum, der Knasti? Der ist auch doof, du. Er war im Knast? Boris Becker war im Knast, warum das? Warum war er im Knast? Was? Der Bruder muss doch nur Tennis spielen. Steuer hinterziehen. Okay, macht Sinn. So. Ich dachte schon, Digga, Weißer? Einer der krassesten Sportler Deutschlands? Warum ist der im Knast? Natürlich, Steuerhinterziehung. Das ist das Einzige, was die aufhalten kann. Das ist so der Endgegner für die. Und Boris Becker ist ja im Knast, der Knasti, ne? Der ist auch doof, du. Der ist auch Schmeißt doof. Mit dem Geld so rum und die ja, nee, kann man nur so blöd sein. Und Lenny, seine Frau, sagt noch, war ein guter Papa und jetzt ist er im Knast gelandet und ist Knasti. Ja. Ist doch kein guter Papa, wenn er im Knast landet. Das also ist ein valider Punkt. Ja, balla, balla. Aber Verrückte muss es geben, sonst hat der Psychiater nichts zu tun. Ja! Mein Name ist Nimmersatt.
Digga, die hauen so raus. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Neuer Main-Character. Nimmersatt ist jetzt da. Nimmersatt. Heute ist Samstag. Das ist Schutzgeldtag. Jo, er hat Ohren, Brudi. Und er hat auch den Blick jetzt. Aber er hat Ohren? Wow. Bruder, er hört alles. Digga. Er hört sogar Gebärdensprache mit den Ohren, Digga. Was geht bei ihm, Digga? Brudi, kann man segeln damit? Was ist los hier, Digga? Was ist denn? Leute, ich muss weiter. Ich muss schnurren. Hau rein, Digga. Wir sind jetzt da, ciao. Leute, ich muss weiter. Ich muss schnurren. Hau rein, Digga. Wir sind jetzt da, ciao. Das vor. Heute ist Samstag. Das ist Schutzgeldtag. Es ist Schutzgeldtag. Jo, muss weiter, muss schnurren, Digi. Ich muss weiter. Mutonzi, danke für den Prime-Abo. Das Foyer des Marktes ist eine Bühne für tägliche Dramen. Nirgendwo sonst in Hamburg leben so viele Menschen von Leergut. Oh! Hier. War das gerade gedribbelt oder wie? Ach so, okay, Störung. Ich dachte, die wollte dribbeln. So viele Menschen von Leergut. Ich dachte, mal zack, zack machen. Papa! Ja. Da sehen die jetzt mal ein Penny, ist der Automat immer voll. Man muss Penny mal richtig Automaten sauber machen. Hier vorne ist viel Dreck. Viel mehr. Kannst du nicht hören. So viel nass. Kannst du sehen? Kannst du sehen? Der, die sind richtig räudig bestimmt. Nimmt er nicht an? Er muss die Dosen annehmen. Ramona, das Gerät wieder kaputt? Ach, er hat irgendein Problem, aber ich weiß noch nicht welches. Machen Sie den Arm auch nicht sauber? So. Aber was glauben Sie, was hier tagtäglich durchläuft? Im Tag müssen Sie, den Tag im Tag muss ich zweimal sauber machen. Ist gut. Dann können Sie hier anfangen. Nee. Als Automatenputzer. Nee. Ist gut. Nee, ich bleib arbeitslos. Müssen Sie, den Tag im Tag muss ich zweimal sauber machen. Ist gut. Kannst du hier mitmachen? Dann können Sie hier anfangen. Nee. Als Automatenputzer. Auf keinen Fall. Nee, das ist, weil das verknickt ist. Da mal rechts. Kann er mal an denen nochmal versuchen? Ja. Der Automat ist dreckig. Er ist halt, weil es dreckig ist, genau. Schick die doch mal hier. Krieg gleich einen Anfall hier. Jo. Das ist so eine Sollbruchstelle hier, Piet, oder? Nicht. Katastrophe hier immer. Ich liebe es. Ohne Ende. Woran hapert es denn meistens? An der Technik grundsätzlich. Immer an der Technik. Lesegerät oder? Ja, es ist auch der empfindliche Sensor da drin. Ist immer Katastrophe. Aber was soll's. Gehört zur täglichen Aufgabe. Alltäglicher Wahnsinn hier. Eine Flasche wurde gar nicht gezählt vorhin. Der Kamera zu nah. Hier hat er angenommen und. Yo, Hairstyle. Und das war's. Mann. Funktioniert nicht? Ach, gar nichts. Alle am Haten. Hier, statt die Scheißrenovierung hätten wir neue Automaten kaufen sollen hier. Woran liegt's denn? Ja, weil verdreckt und vermüllt ist der Scheiß hier. Sehen Sie doch die Scheiß hier. Arschlecken, die Kellerladen hier. Nee, die Leute sind doch selber schuld. Wenn sie da. Warum ist er so nah? Reinschütten. Die sind der Meinung, wenn der Automat mal verklebt ist, wollen sie die Mitarbeiter dafür verantwortlich machen. Woran liegt's noch, Markus? Ja, hier ist eine Flasche verklemmt. Ich wurde schon gefragt, woran es liegt eigentlich? Und auch zwei. Digga, wenn einer Spenden aus Versehen drückt, ich will die Szene sehen. Ich will sehen, der wird so weinen, dass er dieses Nein, mein Geld! Mein Bier! Ein bisschen streicheln hilft. Bei Ihnen kommt ja auch ganz schön was zusammen hier. Jo, das ist mir gerade ein bisschen zu viel Automaten. Weil die Leute schenken mir ihren Müll. Und so ist das dann immer. Mag das gerade nicht, was er ja zu nah aufnahm. Der ein oder andere verdient da seinen Lebensunterhalt mit, ne? Definitiv. Wenn du mal eine Nacht fleißig am Sammeln bist, da kommt bestimmt einiges zusammen. Ja, genau, Digga. Dann mach die Scheiße heile. Der hat auch. Was kommt denn da so zusammen? Soll ich ehrlich sein oder soll ich sie belügen? Ehrlich. Ich habe gestern 700 Büchsen gesammelt. Boah, das hat er. Können Sie auch sie belügen? Ist das der Knossi? Der sieht ehrlich aus wie Knossi, Digga. Was kommt denn da so zusammen? Soll ich ehrlich sein oder soll ich Sie belügen? Ehrlich. Ich habe gestern 700 Büchsen gesammelt. Können Sie ausrechnen, durch 0,25. Ich hatte Kleidergröße 4XL. Jetzt bin ich runter auf 2XL. So, stark. Durch das Laufen.
Durch das Flaschensammeln? Digga, er nimmt ab und er macht Cash. Viele Kilometer laufen am Tag dann. Der Mann ist es, Digga, der Mann ist es. Wie viele Stunden sind die denn da unterwegs täglich? Ja, angefangen habe ich mit 6 bis 8 Stunden. Und jetzt, ja, jetzt mache ich, wenn es mir Spaß macht und wenn ich Zeit habe. Stark! Die besten Ergebnisse erzählt man natürlich nachts. Da sind die auch. Dieses Grinsen, die erzähle ich dir Grinsen, Alter. Unterwegs? Ja. Ich bin letzte Nacht um 2:30 nach Hause. Weil er auch gärt auf jeden Fall. Aber was kommt denn dann finanziell bei Ihnen rum? Cake on the back. Ich habe das noch gar nicht überschätzt, aber es ist schon einiges. So ungefähr? Rudi, frag nicht nach seinem Geld, Digga. Nein. Er will nicht preisgeben, sonst muss er versteuern, er hat Angst. Ja, vielleicht muss ich die Scheiße versteuern, Digga, so viel wie ich mache. 2000, 3000. Was? Euro. In welchem Zeitraum? Im Monat. Vor allen Dingen steuerfrei. Die saufen zu viel. 2000, 3000 ja. Im Monat. Nicht euer Ernst. In 2 Stunden? Was? Ah, 2 Stunden, ja. Rudi, was sammelst du alles, Rudi? Das ist Reeperbahn. Reeperbahn lässt grüßen. Da sammelst du sogar meine Flaschen. Das ist vom Pfandautomat, die zerschredderten Einwegpfandflaschen. Was bringt so ein ganzer Sack? 400 Euro, je nachdem, ne? Ich mach das nur, um diese Asozialen hier ein bisschen zu triezen. Ehrlich? Ja. Wieso? Ja, gucken Sie sich doch mal an, was hier rundherum auf den Straßen los ist. Da werden nachts die Leute überfallen, die Frauen ausgeraubt und. Er ist einfach ein Superheld. Er ist einfach Batman. Er ist einfach Batman. Er ist Reeperbahns Batman. Und wenn Sie dann Flaschen sammeln, passiert was? Ja, denn irgendwann verziehen die sich, wenn sie nichts mehr finden. Die finanzieren ja damit ihren Drogenkonsum. Ja, aber er ist krass. Nicht schlecht, ne? Ich habe ja meine Arbeit. Ach, was machen die denn? Ich bin selbstständig. Ich Digga, Macher, Brudi, was willst du mehr? Ich mache Mauerarbeit und all so ein Kram. Mauer. Das ist mein Unterhalt. Ich mache halt Mauerarbeiten, ne? Ganze Tag durchlaufen, Pfandflasche sammeln. Jetzt Essen kaufen. Klappt das einigermaßen? Manchmal schon, manchmal nicht. Manchmal hungrig schlafen. Wo schlafen Sie denn? Ich? Bei meiner Freundin zurzeit. Zum Glück. Da meine Freundin. Und Sie haben eine Wohnung? Und ich muss Pfandflaschen sammeln. Um Prostitution dazu machen. Das ist nicht normal, ne? Ich bin nie gemeldet. Keine Adresse, nichts. Ich bin so wie, keine Ausweis, so wie nennt man das? Illegal. Illegal bin ich hier. Nur muss ich eine. Das ist nicht das Wort, was sie hören wollte. Das ist nicht das Wort, was sie hören wollte, du Arsch. Ich bin, wie sagt man, illegal. Nein, aber ja. So, Digga. Illegal. Illegal bin ich hier. Illegal. Nur muss ich eine Millionär. Nee, sie hat sich nicht geoutet, Digga. Sie hat es herausgequetscht. Ja. Illegal ist das, was du suchst, ja. Deutsche suchen und dann heiraten und dann alles fertig. Das Leben ist schöner. Nur muss ich eine Millionär-Deutsche suchen und dann heiraten und dann alles fertig. So einfach geht das. Oh, schöne Jacke. Mhm, schön, schöne Haare. Schöne Ohrringe. Das ist wirklich so eine Millionärsfrau. So, die wird auf jeden Fall einen heiraten. Die wird auf jeden Fall einen bekommen. Das zweifle ich nicht an. Das Leben ist schöner. Ne? Wie soll der Mann denn sein, den Sie suchen? Egal. Alt, jung, egal wie sein soll. Hauptsache Millionär. Mit viel Geld. Das haben Sie zu bieten? Alles. Ich habe alles zu bieten. Geschlechtskrankheiten. Schöne, schlanke Körper, alles. Ich bin transsexuell. Was? Ich hab alles zu bieten. Ich kann Mann sein, ich kann Frau sein. I got everything on me, no? Ich kann dir alles bieten. Wenn du was brauchst, ich kann dir alles, okay? Ich switche, wie du willst. Ich bin transsexuell. Ganz schnell, Digi, so läuft das. So läuft das. Ist ja auch gefragt heutzutage. Millionär mit viel Geld. Das haben Sie zu bieten? Alles. Schöne, schlanke Körper, alles. Ich bin transsexuell. Der kam so aus dem Nix, das ist crazy. Ladyboy. Und, wie viel ist rausgekommen?
Aber der Kopf sieht schon männlich aus, ne? Wenn ich jetzt mir das so anschaue, das ist schon ein männlicher Kopf, wenn ich mir das jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, das ist so ein männlicher Kopf. Die hat auch richtige Bauarbeit. Das habe ich nicht gesehen, aber der Kopf ist auf jeden Fall, Dings, Digga. Innenverteidiger. Das ist so ein richtiger. Und wie viel ist rausgekommen? So ein Kopf. 75, genau. Raus! Abseits aufheben, ne? Raus! Alle raus! 3000 Kunden shoppen hier samstags. Über 3500 Artikel stehen zum Verkauf. Wer ist Van Dijk? Durch seine illustre Kundschaft wurde das Lebensmittelgeschäft auf der Roten Meile bekannt. 17 Jahre nach der Öffnung ist der Laden Kult. Jetzt gucken wir uns den geilsten Pennymarkt in Deutschland an. Gelesen habe ich schon viel von. Sieht aber jetzt sehr, als würde er nicht reinpassen aus. Sehr zivilisiert sieht er aus, der Mann hier. Muss ich jetzt mal sagen. Und ich kenne mich ein bisschen aus mit Lebensmitteln. Eine nette Reibung. Bis vor 16 Jahren hat Dieter Schäfer Süßwaren an Großkunden verkauft. Noch heute inspiziert er mit Vorliebe Verkaufsflächen. Okay. Und okay. Das Anzügliche stürze nicht? Nee, das habe ich da hinten das erste Mal gesehen. Was da war. Komm, knabbern, Alter. Okay. Ist doch schön, oder nicht? Der Bruder hat, er hat fast gekotzt. Das hat er Kotze noch, was war das? Was war denn da drin? Brudi, mach mal, Brudi, was war das? Digga, er hatte diese Magensäure noch im Hals. Alles gut, nee, das ist okay. Ist doch schön. Was für Husten, Bruder. Was war das? Was? Alles gut. Nö, das ist okay. Ist doch schön, oder nicht? Wir sind hier aufgeschlossen. Bruder, er hat nicht Frosch, aber bunter hat er im Hals. Was ist das? Ich weiß natürlich, dass meine ehemaligen Produkte ausverkauft sind. Die M&M's, Twix, Snickers, Ballisto. Yo! Weißes sind. Die M&M's, Twix, Snickers, Ballisto. Ey, bisschen zu nah dran. Jawohl, Reise sind okay. Und da freut mich schon, dass hier Wrigley sehr gut platziert ist. Digga, er hat einen Mundi. Warme Milch mit Magensäure, Brudi, diese Mundi. Gehört nämlich auch dazu. Sollte das beste Produkt auch den besten Platz nehmen. Sauber platziert, schön. Müsste natürlich auf dem Samstagabend alles leer sein, aufgrund der Kundenfrequenz, was hier ist. Ne? Wobei ich schon glaube, dass die hier 70% des Umsatzes mit Getränken machen. Dann soll man Blöcke bilden. Safe. Das ist hier eigentlich recht gut gelungen, mit Zuckerwaren hier. Hier Schokolade. Vorhin haben wir geguckt, wie die Regale Penny, Digga, nie. Das kenne ich nicht anders. Nie Penny. Wussten Sie, dass in Amerika für 1 Milliarde Dollar verkauft werden kann? Soll man nicht glauben, ne? 1 Milliarde Dollar. Was gönnen Sie sich ab und zu mal so, was nicht aller Tage im Einkaufshof landet? Ja, so ein schöner Fruchtjoghurt. Ja, manchmal gibt es ja leckere Sorten. Saisonsorten sind immer toll. Ja, dann vielleicht noch Käsekuchen. Müsste ja hier Käse. Sparbezirk, lassen wir ja schon. Oh, und dann noch im Angebot. Na, besser geht's noch nicht. Oh, Rahmjoghurt, der gute von Wein, Stefan. Digga, die wird bezahlt. Doch nicht. Oh, und dann noch im Angebot. Ist ja toll, jetzt bringe ich aber richtig hier. Leider mache ich keine Aprikosen. Kudo, danke für den Abo, Bra. Zu dumm. Schade, Aprikose mag ich nicht. Dann nehme ich 2 davon. Ja, dann vielleicht Heidelbeer. Alles da, was das Herz begehrt. Im Winter gibt es immer ist da drin, Apfel. Bruder? Sie, was ist das? Sie lebt da. Sie zahlt Miete. So dick ist sie da drin. Wie heißt denn das? Bratapfel. Oh, wie sie da drin ist. Die habe ich gesucht. Ihre Haare liegen da jetzt mit Marina Mascarpone. Oh, brauche ja nur zugreifen. Dann nehme ich Mascarpone. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles. Ab zur Kasse.
zur Kasse. Und wie sind jetzt Ihre Pläne für den Abend? Ich war doch im Theater. Ich habe die Blechtrommel gesehen. Mehr kann man nicht erwarten. Ist doch ein perfekter Tag. Ketchup, der gute Nurhehler, Hermann Laue aus Ahrensburg. Junger Mann. Digga, das ist ja crazy. Hallo. Jo. Ich kann das nicht. Ich kann das halt nicht, Digga. Was ist hier los? Junger Mann, S. Erstmal S zeigen. Was? Was war das? Ist doch ein perfekter Tag. Ketchup, der gute Nurhehler, Hermann Laue aus Ahrensburg. Sie hat, sie hat Verpackung durchgelesen und gemerkt. Junger Hallo. Mann. Jo, ich bin ja Hamburger Dern. Für mich ist das alles normal. Also habe ich kein Problem mit. Das ist für mich auch Lebendigkeit. Ja. Bisschen noch sehen, was um mich herum vor sich geht. Nicht immer nur mit dem Handy und überhaupt nicht mehr die Vögel zwitschern hören. Ich bin so grau und unscheinbar. Man wird eigentlich kaum gesehen, aber ist egal, ich sehe viel. Hey, Sie waren aber auch schon mal da. Zum vierten Mal jetzt. Bisschen Nachschub besorgen? Ja, Kaffee muss sein. Kaffee Latte? Ja, eine Mischung, ne? Sehr interessant. Ich trinke immer Wasser. Das schmeckt am besten. Der sah mir zu interessant aus, dafür, dass er nur 2 Sekunden gezeigt wurde. Ich brauche keinen Alkohol. Ich bin auch so lustig, weißt du. Ja, das stimmt. Alles Luxus geworden, weißt du. Autofahren auch. Bei den Benzinpreisen. Benzin halt. Unerhört. Preise haben ganz schön angezogen insgesamt. Ja, ja, reichlich. Wie ist das so für Sie? Komme ich noch mit klar. Ich verdiene genug Geld. Mach dir mal keine Sorgen. Was arbeiten Sie denn? Industriemechanik. Was sind aber diese Cuts manchmal mittendrin? Diese random Cuts, wo irgendein Typ oder irgendjemand gezeigt wird, der nicht gezeigt werden soll. Mechanikerin und technische Zeichnerin habe ich zuerst. Was arbeiten Sie denn? Industriemechanikerin und technische Zeichnerin habe ich zuerst gelernt. Und was zeichnen Sie da gerade so? Maschinenteile. Anspruchsvoll. Ja, aber ist gut. An der Drehmaschine zu arbeiten als Frau bringt richtig Spaß, weißt du? Und ja, also, Gewindestand. Das hätte ich auch nicht gesehen. Technische Zeichnerin und so, ne? Industriebereich, hätte ich niemals gesehen bei ihr. Ein und bohren mit einer Standbohrmaschine und hobeln und meißeln und fräsen. Ich bin fit wie ein Turnschuh und tanzen und Stimmung. The Office, ohne Spaß, das sind so richtige The Office Cuts. Gut. Vorhin war ja noch die Seemannsband da. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. Oh, bring back my Bonnie to me. Oh, bring back my Bonnie to me. Schön, ne? Den Song kenne ich leider nicht. Tschüss, ihr drei. Tschüss. Mein Mann in einem Boot, die waren in Seenot. Der hat was genommen, das ist crazy. Jetzt muss ich aber mal zur Kasse gehen und bezahlen. Ja, Dackel mal. Hallo. Die dackelt einfach. Moin. Bananengelee für zu Hause vom Fernseher zum Wecken. Moin. Mal zur Kasse gehen und bezahlen. Ja. Hallo. Moin. Woher kommt das jetzt? Hä? Woher kommt das? Woher kommt. Wo kam das? Kam das von ihr? Hallo. Moin. Hä? Bananengelee für zu Hause vom Fernseher zum Wegnaschen. Schönes Wochenende noch. Tschüss. Bye bye. Also was mir gefällt, ist halt das Bunte, was zu Pauli passiert, so wie wir waren. Ne? Auch hochinteressant. Der Boss. Wäre mancher Bäcker froh, wenn Bäcker. Sein Regal so abends ausschauen würde. Ne? Aber Heizeteile, dieser, wenn ihr macht, der hat schon einen Namen. Crazy. In Deutschland, in der Fachpresse. Weißt du, auch der oft drüber berichtet auch. Und sauber und ordentlich ist er hier. Respekt. Arno Kluge Respekt. Fühlt sich hier ebenfalls wohl. In der Nacht hat der Handwerker massenweise Leergut gesammelt. Über 30 Euro. Nur für die 3 Taschen. Lass mir das Geld auszahlen und komm gleich wieder mit den nächsten 3 Taschen. Gibt es da nicht große Konkurrenz? Ne, wie denn? Ich bin doch der Schnellste. Das ist noch lange nicht alles. Er ist der Schnellste. Ich habe noch 10 solche Taschen. Die stehen bei mir noch in der Wohnung. Helfen, spenden für irgendwelche Sachen. Er ist wirklich Knossi, wirklich. Kindergarten, mal dahin, mal dorthin.
wo mir es gerade einfällt. Ja, und dann so langsam hat sich das dann so immer mehr verfeinert. Weil man versucht ja dann auch, das irgendwie besser hinzukriegen noch. Immer besser wie die anderen sein. Ganz einfach, schneller laufen. Ich bin sonst immer irgendwo rausgefahren und im Wald oder so gelaufen. Denke ich, wieso, das kannst du doch hier auch haben. Und das ist eben das Lukrative dann. Irgendwo muss es ja auch einen Anreiz haben. Ich habe das gesehen, was andere wegschaffen. Ich denke, das kannst du auch. Und dann läufst du nicht sinnlos durch die Gegend. 36,25 €. Sie ist richtig überzeugt von sich selbst. Wochenende. So eine halbe Stunde bin ich wieder da. Tschüss. Bereits zum fünften Mal wenn ich fertig bin, ist Till heute im Markt. Er kampiert vor dem Eingang und versorgt sich hier mit dem Nötigen. Das habe ich mir schon gedacht. Der sah zu besonders aus. Eine Erkältung macht dem leicht bekleideten Mann zu schaffen. Was brauchen Sie? Taschentücher. Für die Nase halt. Schnupfen? Ja, ein bisschen. Was ist das eigentlich für ein Outfit, was Sie anhaben? Ich bin Skinhead. Für was steht das heute? Unpolitisch. Also viele beurteilen das als rechts, aber in echt ist das nur unpolitisch. Also wir engagieren uns teilweise, die richtigen Skins engagieren sich eher für das schwarze Volk so. Also nicht rassistisch, sondern gegen den Rassismus. Könnten Sie ja fast auch ein Punk sein, ne? Ja und nein, weil Punks, die sind eher politisch als wir Skins, weil wir sind eher so für die Arbeiterklasse engagiert. Für uns ist das wichtig, dass die Arbeiterklasse mehr Geld kriegt und die Steuern ein bisschen weniger werden und die Mieten auch deutlich weniger werden, gerade hier in Hamburg. In welchem Bereich arbeiten Sie? Glaser. Und wie leben Sie das quasi? Ich lebe das in den... What the fuck hat er... Was hat er da gesagt? Was hat er da gerade gelabert? Er hat einfach Skinhead komplett neu definiert. Was war da? Also wir sind unpolitisch, also wir sind mit den Schwarzen. Wir sind mit der Arbeiterklasse. Ein Punk ist politisch. Was geht bei ihm? Wenn ich das jetzt mal hardcore sage, arbeiten gehen, saufen, ficken, so. Jetzt mal hardcore, Glaser. Und wie leben Sie das quasi? Ich lebe das in denen, wenn ich das jetzt mal hardcore sage, arbeiten gehen, saufen, ficken, so. Safe Geschlechtskrankheit. Halt ein Leben ein von einer Arbeiterklasse halt. Arbeiterklasse ist irgendwie hängen geblieben bei ihm. Er hat auf jeden Fall komplett falsch verstanden, was bei ihm abgeht. So, ne, was er eigentlich repräsentiert. Irgendjemand hat ihm Scheiße erzählt. Und das nimmt er jetzt so mit. Und wen ist Arbeiterklasse, das Nonplusultra? Das ist das Krasseste für ihn so. Also, Digga, Arbeiter, heftig, Digga. Auch ohne Job kann das Leben einseitig sein. Sebastian wurde durch einen Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen. Bei dem Punker dreht sich seitdem fast alles um Alkohol. Gleich nach dem Aufwachen braucht er hochprozentigen Stoff für kleines Geld. Crazy. Schönen guten Morgen. Morgen, wie geht's? Gut, und selber? Ah, oh, Katastrophe. Fuck. Morgen, wie geht's? Ja, Katastrophe! Oh mein Gott, Digga! Wie er sich umgedreht hat. Schönen guten Morgen! Morgen! Wie geht's? Gut, und selber? Ah, oh, Katastrophe! Katastrophe! Reaper war funktioniert. Alkohol, nicht so viel Geld. Katastrophe, total Katastrophe. Ich brauche das. Und Radler. Meine Frau ist tot. 3 Jahre. Und 3 Jahre ich. Scheiße Traume. Katastrophe. Seine Lieblingsfrau. Aber ich hatte keine Kinder, das ist blöd. Immerhin. Seit 3 Monaten ist Sebastian in Hamburg. Immerhin. Das Therapeut kennt die Untergangsfloskeln des Stammkunden schon. Hallo. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's dir. Ah, oh, Katastrophe. Epilepsie. Das ist dein Lieblingswort. 5,93 €, ja? Oh, 2 Euro. Das kannst du einstecken. Wow. Moment. Noch keine Katastrophe. Ich einkaufe. Schaffst du? Kein Problem,
Einen Moment hier. Ja. Oh, holt er noch Nachschub? Nein, sorry. So was übrig geblieben, ne? Ja. Das ist noch ein bisschen Geld. Am Ende des Horizonts. Na du? Kann ich das mit Payback wählen? Was ist das für eine Brille? Ja. Das ist ja hervorragend. Oh, ja, Payback. Warte mal, jetzt nicht, was ich jetzt machen muss. Wenn ich das Ding aufhabe, höre ich immer so schwer. Oh, ich spreche immer schwer. Punkte sammeln auch bei dir? Nee, brauche ich nicht. Beleg auch nicht, ne? Nee. So, dann schön starten. Ja, wir sehen uns noch. Ich komme leider mal wieder. Wo kommt ihr alle wieder? Ich gehe jetzt in die Freiheit. Zu Olivia. Ich mache bei Olivia so ein paar Läden sauber. Den Schmutz der Verrückten heute Nacht. Oh, da gibt es wahrscheinlich viel zu tun, ne? Das geht. Das geht. Entschuldigung. Ja, alles gut, je. Katastrophe. Süß, ehrlich. Es gibt Schlimmeres. Sebastians Starthilfe in den Tag, eine Packung Kräuterschnaps, 4 Fläschchen für 99 Cent. Meine Frischli. Einst war er LKW-Fahrer, doch ein Neuanfang kommt für ihn zurzeit nicht in Frage. Sind das jetzt die ersten Getränke heute? Digga, er vibriert. Ja. Bis vor ein paar Wochen lag der Punker da ist ein noch Controller. Im Krankenhaus. Er war mit dem BMX-Rad gestürzt. Ja, du hast Schock in seinem Körper. Hatten ihm das Geländebike aus Mitleid geschenkt. Alkohol ist scheiße. Na, aber ich brauche. Seit dem Tod seiner Frau tingelt Sebastian durch Großstädte. Seine letzte Station, Kopenhagen, jetzt Hamburg-St. Pauli. Nicht zum ersten Mal. Leben Sie macht too much. Wie lange schon? Bruder, was ist das für eine Frage? Ach nee. Drei Jahre jetzt. Heute Nacht geklaut. Meine ganze Tasche mit Essen, voll Essen. 4 Flaschen Wodka nach heute Morgen. Gestohlen? Ja, ich weiß nicht, hab's erraten. 4 Flaschen Wodka hat man ihn gestohlen. Und Essen, alles. Garderobe, ich hatte, weiß nicht, viele neue T-Shirts, elegante. Alles geklaut. Ich weiß es, weil ich sehe, er hätte Stahl. Ich bin guter Fighter. Okay, Jungs, ich muss laufen. Denn geil, mit dass nur einer sind. Flasche Wodka kommt er nicht weit. Dankeschön, schönen Tag. Ein kleiner Drink. Den Beschaffungsdruck, den Sebastian jetzt hat, kennen Till und seine Freundin noch nicht. Eigenständig Geld zu verdienen. Jo, wir sind 100 Leute. Geil, dass ihr da seid, Freunde. Trotzdem ist der berufstätige Punker frisch in sie verliebt. Till, sag mal, ist das deine Perle, von der du eben erzählt hast? Ja. Ja. Wie lange sind sie zusammen, sie beide? 3 Tage? Nee, eine Woche. Eine Woche? Keine Woche. Eine Woche. Eine Woche. Und wie haben sie sich kennengelernt? Hier, beim Saufen. Das ist der Kiez. Ja. Was sonst, Buddy? Stell dich immer so in Frage. Hat das Potenzial mit euch beiden? Ich denke schon, ja. Und zählen Sie sich auch zur Arbeiterklasse? Nee. Ich glaube, ich werde niemals wirklich arbeiten gehen. So. Wie verbringen Sie denn so den Tag? Ja, hätte ich Internet zu Hause, würde ich den ganzen Tag vom Computer hängen. Oder draußen sein und saufen. Naja. Mehr mache ich im Grunde gar nicht. Mehr. Cheeseburger. Hallo. Nach was surfen Sie dann im Internet? Ja, ich habe so ein Online-Rollenspiel, was textbasiert ist. Also da schreibt einer schreibt halt einen Text, was sein Charakter macht, und der nächste schreibt einen Text, wie der Charakter darauf reagiert. Also ich habe 7 Charaktere. Der eine heißt Jason und er ist ein Vampir und er führt ein Café, wo abends dann Blut verkauft wird an die anderen Vampire. Dann habe ich noch einen Vampir, der heißt Justin. Der ist so mega schüchtern. Dann habe ich noch einen Werwolf, der ist Rubin, der ist ein kleiner Rebell. Ja. Und wie ist so Ihre Lebensphilosophie? Wenn ich sterbe, dann besoffen. Stimmt, Ihre Zähne zu stramm. Sophie? Wenn ich sterbe, dann besoffen. Zähne sind zu gut. Voll niedlich, sagt er. Auf keinen Fall, Digga. Weirdo. Jason? Was? Okay. Digga, aber sie hat, ey, Props an ihre Zähne. Sie hat auf jeden Fall Zahnpasta lächeln. Okay, nicht. Ist gut.
Ja. Ja. Das ist so, das ist krass mit den Shots. Ja, Augen auch. Augen auch sehr schön. Habe ich schon deine Glücksglatze gestreichelt heute? Wow. Mütze. Glücksglatze streicheln. Ja. Junge, hat er Hämatom da, Digga? Melatome? Wie soll's mir gehen? Ich bin krebskrank, Willi. Krebskrank. Lungenkrebs. Sag bloß. Kann man noch was machen? Nee, bei mir nicht mehr. Ich bin so auf deutsche Sache, so. Runter am Stadion, ne? Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn noch? Oh, das ist eine schwierige Frage, was ich stelle. Er qualmt so, während er. Ach, Scheiße. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wie viel Zeit bleibt hier? Er redet auch zu viel mit Zunge. Seine Zunge dominiert zu viel beim Reden. Die halten mich zum Leben. Ob sie glauben oder nicht, die halten mich am Leben. Lebenselixier. Was ist das denn? Ja, so, Medizin. Medizin. Ich hab ein gutes Studium. Digga, die sind alle Existenzminimum. Alle Existenzminimum. Wolfgang kommt aus Ostdeutschland. Auf der Reeperbahn zu leben war immer sein Traum. So oft es noch geht, chillt der gelernte Maurer im Eingang. Chillt. Nails, Digga. Slay, Brudi. Slay. Warum wird er gedraggt? Sebastian ist unterdessen im Schlepptau der Ordnungs... Wurde wie ein Müllsack rumgeschmissen. Bruder, Katastrophe. Tommy Power! Stehst du von den Bahamas? Yes, sir! Wir sind auf Hawaii. Hawaii. Negro. Hawaii. Flieg mit den Negros nach Hawaii. Katastrophe, wirklich Katastrophe. Danke für 5 Monate. Tommy Power! Der wurde gedraggt. Sebastian ist unterdessen im Schlepptau der Ordnungsmacht. Der Panke hatte sich weiter betrunken und war mitten auf der Pennymarkt-Zufahrt gestürzt. Da er sich die linke Schläfe aufgeschlagen hat, haben 2 Polizisten der David-Wache einen Rettungswagen gerufen. Wer ist das, Sebastian? Ja. Sebastian, können wir ganz kurz reingehen? Dann können wir dich kurz an... Digga, er hat unnormalen Disconnect. Sebastian? Ja. Sebastian? Können wir ganz kurz reingehen? Dann können wir dich kurz angucken, okay? Jetzt mal hier neue Hose wieder fest. Ja, okay. Komm mal hoch. Aber mit Blut. Blut. Skip wegen Twitch. Erstmal gehen wir rein, ja? Okay, alles ist noch. I don't care, bro. Ich bin alleine. Das war vor kurzem. Ich bin alleine. Du bist schon auf die Fresse geflogen. Danke dir. Aber ich bin alleine. Auch dieser Mann könnte Hilfe gebrauchen. Bei einem Reeperbahn-Ausflug hatte er Styroporplatten entdeckt und einfach mitgenommen. Der Finder hat bereits einen im Tee. Das macht das und könnte Hilfe. Ich bin alleine. Auch dieser Mann könnte Hilfe gebrauchen. Bei einem Reeperbahn-Ausflug hatte er Styroporplatten entdeckt und einfach mitgenommen. Der Finder hat bereits einen im Tee. Das macht das Handling nicht leichter. Ja, die lag auf der Straße rum. Haben wir mitgenommen. Ich hab damit vor, meine eine coole Maske. Platz. Ungefähr meine Dings hier, wie heißt das? Vorzelt, ne? Mein Vorzelt. Erneuern. Das war durchgemoddert. So, auf jeden Fall machen wir es wieder heilig. Die Dämmung unten für den Fußboden. Mit seinem Burberry-Schal, Digga. Moin, oh, heile. Und durchgedämmert. Und wie sind Sie hier im Eingang vom Pennymarkt gelandet? Meine Frau muss Pfand abgeben, ne? Ich brauche noch Bier. Du weißt doch, auf der Reeperbahn brauchst du Sprit. So ist das einfach. Auch ein paar kurze Zündkerzen. Ist doch in Ordnung. Das ist meine Frau. Hallo. Und sie ist auch voll dabei. Ja, ey, komm mal her, du musst mir helfen. Helfen wir uns. So, jetzt brauche ich gleich mein Haus, ne? Kannst du anlegen, Alter. Ja, klar, gar kein Problem. Hier, unten. Ja, und ihr seid auch mit dem Fernseher, Jungs. Ja, jetzt nehme ich meinen Rucksack. Alles klar. Ja. Perfekt. Jungs, pass auf euch auf. Ey, keine Scheißbombe. Und lass dir die von fremden Männern ansprechen.
Kann ich alles machen? Er hat einfach ein Styropor geklaut. Tschüss, Jungs. Der Heimwerker geht, Ramona putzt hinterher. Das Penny Entree, right die Visitenkarte des Marktes. Right Now war ja auch nur wegen dem Blind Date da. Right Now ist ja kein Hamburger. Er ist ja kein Hamburger. Wenn das nicht richtig liegt, bin ich nicht glücklich. Ich mag das aber auch nicht, wenn das schräg liegt. Aber in einer halben Stunde kannst du es eh wieder gerade hinlegen. Und auch das machen wir jeden Tag. Rumgammeln ist nicht. So, Obst, Gemüse durchgucken, die Sachen rausnehmen, die halt nicht mehr schön sind. Du hast natürlich tagesfrische Artikel, die du dann wirklich nur einen Tag verkaufen darfst oder kannst auch. Sowas wie Kopfsalat, der sieht halt einen Tag schön aus, am nächsten Tag nicht mehr so. Das ist ja meistens nur das äußere Blatt, was dann irgendwann ein bisschen trocken wird. Aber das hat ja nichts mit dem ganzen Kohlkopf zu tun. Unnötig Sachen wegschmeißen wollen wir ja auch nicht. Die reißen immer die Blätter ab und schmeißen das wieder in die Kisten, obwohl ich hier immer leere Kiste vorstelle. Das kann ich nicht ab. Das ist ja okay, wenn sie es abreißen, aber können sie es mal in den Mülleimer schmeißen oder in die Kiste. Oder ja, früher, wenn du beim Discounter eingekauft hast, warst du, glaube ich, assi. Also Discounter war immer so für die Leute, die kein Geld haben. Und das hat sich ja grundweg geändert. Und wir haben uns etabliert. 2 Euro mehr als sonst. Die spinnen wohl. Ist alles teurer geworden, aber nicht nur bei Penny. Wir haben immer gut zurückgelegt und jetzt müssen wir es ausgeben. Ja, also, ansonsten sterben wir mit dem Geld, ne? When I die, put my money in the grave. Noch? Immer noch. Nur sonnabends nicht, so wie jetzt mit der Sauferei. Hast du einen Toast? Nee, eins nur. Das ist so viel. Die, ne? Das sind meine Ops, Digga. Das, an der Kasse sind das meine Ops. Ihr kennt selber, wenn die vor euch sind, Digga, alles ist Slow Motion. Die holt Geld raus, das dauert 10 Jahre. Das dauert 10 Jahre, diese Digga. Omi. Mach mal Nitro, Digga. Schneller. Wir müssen noch wohin. Das schaffen wir gar nicht. Das ist das Kleine. Wieder nimm einen Toast raus, bitte. Ich hab das schon, Mensch. Okay. Ja, Mensch. Ich hab das schon, Mensch. 2 Liter Milch hast du auch. Nein, hab ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo die steht. Die hast du doch. Norma? Digga, Norma? Woher kommst du? Norma ist halt Quatsch, Digga. Norma ist Quatsch. Die holen ganzen Braungeld raus. Genau das, Digga. Die holen diese Bronze, Diggi. Das mögen wir nicht. Norma ist aber Quatsch. Philipp Ski Ski 2002. Nicht so wichtig, kriegen wir nächste Woche noch. Ich hab noch 2 Gläser zu Hause, so. Lass mal stehen. Nimm mal lieber 2 Tüten. Ja, stimmt. Ich war noch nie eine gute Köchin. Ich koche nur, weil ich Hunger habe. Sonst nicht. Aber Ihr Mann ist zufrieden? Ja, muss er ja. Ja, keine Wahl. Er kocht ja nicht für ihn. Was soll er machen, ne? Wie lange sind Sie schon verheiratet? Er ist auch grau. Werden Sie nicht glauben. 60 Jahre. Gratuliere. 30 Jahre wären auch genug, ne? Was wollt ihr noch haben? Ja, die haben alle kein Nagelschere, haben alle. Können Sie das noch beißen? Ja. Haben Sie alt aus? Zähne, was denken Sie denn? Ich habe immer aufgepasst. Ehrlich? Ja, natürlich. Noch die eigenen? Natürlich. Ich kann noch nichts rausnehmen. Das kommt. Und Sie haben hier dann einen Heiratsantrag gemacht? Ja. Immerhin. Junge, was er sagt. Er hat mir erst ein Kind gemacht und dann einen Heiratsantrag. Jetzt habe ich ihn an der Backe. Wir sind nach Hamburg hier gekommen und dann haben wir geheiratet, haben eine kleine Wohnung gekriegt und gut. Da musste man sehen, wie man zurechtkommt. Ne? Und wer macht bei Ihnen die Haushaltskasse? Chefin. Ja, einer muss aufpassen. Ne? Digga, ja. Miserabel, Diggi, bist du, Bruder. Geht 22! Die Familie bereitet dem nächsten Kunden Kummer. Er sieht aus wie der Typ, der Weihnachten hasst, dieser Opa. Wie hieß der nochmal? Charles Dickens? Oder wie hieß der Typ, der Weihnachten hatet? Wie hieß der Chat? Das ist er einfach. Das ist die deutsche Version. Nicht Grinch, Mann. Der sagt Grinch, Digga. Wer war Charles Dickens jetzt? Das ist mein Problem jetzt. Ebenezer Scrooge, ja! Ebenezer Scrooge war das, genau. Was hab ich da jetzt für eine Scheiße gelabert?
Rudi, wer bist du? Und warum kamst du mir in den Sinn? Wer ist das? Aber warum kam er mir in den Sinn? Wer bist du, Rudi? Warum bist du in meinem Kopf? Geh mal weg. Aber Ebenezer Scrooge war es auf jeden Fall. Ist es von ihm? Ach so. Aber wenn es von ihm ist, dann macht's Sinn. Okay, dann macht's Sinn. Hat der das geschrieben? Okay, wenn es von ihm ist, dann bin ich auch, Digga, warum kommt er denn jetzt in meinen Kopf rein? I just want some more Oliver Twist. Oliver Twist, Christmas Carol, David Copperfield. Digga, juckt keinen. Ja, aber wenn er das war, dann ist cool. Dann ist cool. Er wohnt einfach mies frei in Abdis Kopf. Ja, ja, 100 Pro. Charles Dickens, Digga, was will er denn? Ja, Christmas Carol ist das. Okay, cool, 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 cool. Gut, Leute. Ergänzung. Nahrungsergänzungsmittel seid ihr. Sehr stark. Da einer schreibt Grinch, Digga. Das hat mich auch sauer gemacht. Warum schreibt er denn jetzt Grinch? Der Brasilianer kommt mit Grinch um die Ecke. Fatima auch. Warum kommt ihr mit Grinch? Ich sag, ja, der sieht aus wie der Typ, der Weihnachten hält. Grinch. Er ist nicht grün und haarig. Mm-mm. Nein, nein. Du meinst Grinch. Ach, Mann. Man wundert sich, was der Vater beim Einkauf preisgibt. Mein Sohn hat mich angezeigt. Weswegen? Weil ich mich... Er ist unnormal rot, Digga. Er hat so Hautfarbe eines Neugeborenen. Weißes Neugeborenes. Als in der Wohnung artikuliert habe. Ich habe mich verbal artikuliert, weil ich mich lauthals in der Wohnung artikuliert habe. Er hat auf jeden Fall aus seinen Fehlern gelernt. Ey, Digga, er weint fast. Ich habe mich verbal artikuliert. Die Wohnung steht noch. Offenbar aber wackelten die Wände. Nach den Angaben des Mannes hatte ihm das Jugendamt den Sohn bereits einmal entzogen, als dieser noch klein war. Brasilianer, küsst dein Herz. Schön, alles Gute zum Geburtstag, nachträglich dich. Frühstück. Um 15 Uhr? Ja. Ihr habt einen tiefen Schlaf. Und was wollen Sie jetzt machen mit Ihrem Sohn? Ja, wo ich das vermeine. Geile Frise aber. Denkst du, ich greife mein... Wie er Fitness stiften will, Digga. Fleisch und Blut an. Hab ich nie und werde ich auch nie. Na, und wie kommt das jetzt, dass er sie angezeigt hat? Ein kleines Streitgespräch zwischen mir und meiner Lady. Deswegen gab's den Streit. Ja, aus dem ganz einfachen... Ja, ja, ich schätze das auch an Fußballer mit der Frisur. Oder Jobcenter. Jobius. Die Miete seit Dezember für mich nicht bezahlt und mein Sohn ist Selbstzahler. Ich habe alle Papiere eingereicht und nichts passiert. Ja, scheiße, Digga. Und Ihre Frau hat Ihnen das nicht geglaubt? Ich glaube ihm auch nicht. Nein. Ich glaube ihm auch nicht. Dadurch gibt es Streit. Sorry, Brudi. Ich glaube dir auch nicht. Ich habe dich erst vor 2 Minuten kennengelernt. Es stehen ja Kosten. Trotz Fallmanager passiert nichts. Weißt du, was ich für den Hals habe? Ja, er macht einfach Emotes mittendrin, ne? Er macht so. Er macht einfach Emotes mittendrin, was ist? Hallo! Und jetzt sind sie zu Hause erstmal geflüchtet, ja? Ich bin gestern abgehauen und hab mir eine Flasche Jack Daniels reingeballert. Dann hab Bacardi Cola, Bier. Im Moment nicht. Im Moment nicht, aber ich... Was? Was? Er redet Katze mit der Kamera, die scannt ab. Ja, ne, ich hab kein Geld. Warte mal, im Moment nicht. Ich gib's dir morgen, versprochen. Und deswegen hast du nicht die Miete bezahlt. Das halt, und deswegen hast du die Papiere auch nicht abgegeben beim Jobcenter. Du hast es nicht gemacht, Bro. Ja. Im Moment nicht. Im Moment nicht, aber ich habe einen guten Kollegen. Schau mal, er lässt es auch so dabei. Also ich habe aber einen guten Kollegen. Und? Ja, er ist halt ein guter Kollege. Ich lasse das kurz hier. Ja.
Habe ich auch kein Problem mit, dann komme ich gleich in den Metallrad rein. Ja? Okay. Ich danke dir. Ja, das ist horrendous. Ja, ihr Pony ist horrendous von der Kassiererin. Horrendous, scandalous. Boah, Digga, der ist scandalous. Einkauf im Discounter ohne einen Penny in der Tasche. Nicht ungewöhnlich bei der Marktklientel. Wie eh und je ist die Reeperbahn ein Magnet für zerrüttete Existenzen. Dennoch gehen schicke Ladies hier bummeln und wilde Jungs regeln ihr Business. Okay, wo waren jetzt vor allem die? Samstags kommt das Amüsierviertel ab den Nachmittagsstunden auf Touren. Hier darf man sein, wie man ist. Egal, ob man unter die Haube kommt oder sich nur über Wasser hält. Zwischen 18 Goofy, wie er da steht. Warum steht er da so goofy, Digga? Deswegen kann euch keiner ernst nehmen. Um 23 Uhr wird im Kiez Penny der größte Umsatz gemacht. Ja, jetzt. Da ist der Impfverteidiger. Kauf ein bisschen Essen ein und dann Essen. Gibt's. Mal gucken. Er kann alles bieten. Was billiger gibt's? Alles oder bieten. 30%. Da, guck mal, 30%. Ich kann trotzdem alles Feuer. Bieten. Ja, sowas. Ja, das Bratessen. Oh. Ja, doch, die Bauarbeiterhand sehe ich jetzt auch. Ich bin seit ein paar Monaten hier. Du hast eine Hand. Bam! Und du bist knock. Der Plan war, dass man gut Geld verdient, arbeitet. Und wenn man in Deutschland arbeitet, Steuer, Krankenkasse, Rente und so alles bezahlen. Und wenn ich sterbe früher, habe ich umsonst bezahlt, Rente und so alles. Wir haben nichts verstanden, aber ich glaube. Ich kann einen netten Mann finden für mich. Wenn er 2.000-3.000 Euro netto verdient, all gut. Wie viel? Digga, zu viele Ansprüche. Wie viel bräuchten Sie denn, um klarzukommen? 500-600 Euro. Erlötzen aus. Was man in Leben braucht kann, ne? Ja. Glauben Sie noch an die große... Das Ohr ist auch sehr männlich. Das ist ein sehr männliches Ohr. Ein sehr maskulines Ohr. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine mit dem Ohr? Das ist ein sehr männliches Ohr. Wenn ich mir dieses Ohr so anschaue, dann denke ich nicht an eine Frau. So. Das ist ein sehr, sehr starkes Ohr. Sie meinte doch, sie ist eine Transe, oder? Ja, das hat sie gesagt. Ja. Was hat sie gesagt? Und jetzt? Ich denke an Trap bei dem Ohr. An Trap. Sehr maskulin. Sehr starkes Ohr, wirklich. Große Liebe? Große Liebe, nee, Gottes Willen, habe ich einmal geliebt, reicht doch. Liebe, glaube ich nicht mehr. Alles gelogen. Den. Wer lügt wohl in der Beziehung? Ne? Frisch verknallten Till plagen andere Sorgen. Seine Nase läuft wieder. Was fehlt denn jetzt? Taschentücher. Das haben wir doch schon. Doch auch der Skinhead hat unerfüllte Sehnsüchte. Noch wohnt der junge Glaser in einem Vorort von Hamburg. Er geht auch komisch. Kommen Sie von hier? Nee, ich komme aus Bergedorf. Ich sag's mal so, ich möchte aus Deutschland auswandern. Nach Alaska, irgendwo im Nirgendwo. Stark. Weil ich dann nur für mich allein sein möchte, so. Also, ich sag's mal so, so schnell wie möglich raus aus Deutschland. Für mich. Was gefällt Ihnen denn hier nicht? Alles. Das ist zu viele Menschen halt. Viel zu viel und in Alaska bist du halt für dich ganz alleine, so. Wo hat er das aufgeschnappt, frage ich mich jetzt. Ohne Freundin dann. Ja, also schon Freundin, aber sie wissen mal. Nee, Chad, er ist schon krank. Guck mal, wie er rumläuft. Er braucht das für die Nase. Was ich meine, die Stadt ist nicht so eng. Und du kannst da mal abseits sein, irgendwo schön in den Wald hocken, im See oder so. Oder irgendwo auf den Berg gehen, den Sonnenuntergang genießen oder Aufgang auch noch dazu. Und mal gucken halt, ne? So vielleicht in 10 Jahren, wenn es klappt. Till zieht es in die Ferne. Viele Osteuropäer suchen auf St. Pauli ein Stück Heimat. Transsexual. Auch unter den Neuankömmlingen gibt es Flaschensammler, die mit dem Rückgabesystem noch nicht so ganz vertraut sind. Ich mag seinen Hut. Was macht er da? Die Maschine nimmt Plastikflaschen und Dosen an, aber kein Glas. Geräte in anderen Märkten können das. Doch das muss man erst mal wissen. Ich weiß nicht, was macht er da? Was macht er da? Ach. War gut. Boli, lass die da noch nicht so frei liegen, Digga. Bist du dumm? Kaputt.
Wie bitte? Wer ist kaputt? Warum geht die zurück, als wäre das, als hätte sie das jetzt zum ersten Mal erlebt? Warum backt die so nach zu hinten? War gut kaputt. Warum backt die so ab, Digga? Das kennst du doch. Du bist hier 4 Jahre bis zur Rente. Das kennst du doch schon. Ich weiß nicht, was sie wollen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Wer ist kaputt? Ja. Ich weiß nicht, was sie wollen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Sag mal, was macht denn der da? Hallo? Das? 15 Cent. Junge, was macht der da? Kein Glas lassen. Weil es nicht dafür geeignet ist. 1,5 Meter, bitte. 1,18 Meter, ja? Ja, er nicht geeignet dafür. Er kann das nicht. Von technischen Gründen kann das nicht. Von technischen Gründen. Glas funktioniert nicht? Glasflaschen? Nein. Nur Plastikdosen. 18, ja. Aber nicht 4. Connor, 18, danke für den Prime-Abo. 4 Monate schon am Stissel. Oh. Er lässt sie da einfach liegen, Digga. Gratis. Gratis für Penne. Oh. Penne. Gratis. Für Penne? Penne-Nudeln. Die Glasflaschen hätte der Mann an der Kasse abgeben können. Das wissen selbst viele Stammkunden nicht. Unglaublich, ne? Da oben ist nichts. Hast du hier stehen gelassen? Das würde ich woanders abgeben, wo sie Glas annehmen. Dann nimm sie mit, Bruni. Schlagen sie zu. Nee, ich hab leider Geld. Oh! Yo! Das würde ich woanders abgeben, wo sie Glas annehmen. Schlagen sie zu. Nee, ich hab leider Geld. Ich hab leider sehr viel Geld. Schlagen Sie doch zu, nehmen Sie doch Pfand. Nee, Bro, also ich habe leider Geld. Was soll ich sagen? Hier, Digga. Für dein. Braucht ihr ein schönes, Digga. Jetzt hören wir da hinten. Also ich brauch das nächste. Nee, ich genehmige mir. Sie ist auf Donner. Dann werde ich mal nach Hause. Ne? Oh, die Lache ist reich. Die Lache ist reich. Fühl ich. Nee. Ja, gut, ne? Ich stelle der Bob, der war richtig. Bau! Ich mache das öfter. Das war, ihr habt gerade gesehen, das mache ich nicht zum ersten Mal. Dass ich so einfach mit Geld schmeiße. Ihr habt das gerade gesehen. Ich so. Slap that. Boom. Digga, bau dich auf. Kauf deiner Mutter ein Haus. Kauf deinem Bruder ein Haus. Kauft euch ein Haus. So. Ich brauche das nicht. Nee, ich genehmige mir jetzt noch ein Bierchen und dann werde ich mal nach Hause. Er ist reich. Er ist halt so reich. Er ist, ey, Gleichgesinnter. Dann gehe ich nach Hause. Ne? Auch nur ein Bier. So, ne? Ich bin nicht wie die anderen hier. Ne? Das ist halt crazy, Boss. Ja. Das ist halt wieder crazy. Ich bin der Boss. Ja, yeah, Donzi. Ja, kenn ich, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Ne, das war gerade 1:1 einfach nur auf Deutsch, was ich gemacht habe. Oh, schwarzer Charakter. Und legal. Schwarzer Charakter? Gut. Ich bin der Boss und legal. Okay, du. Leben Sie. Kannst kein Boss sein ohne Geld. Auf der Reeperbahn? Ja, ich bin da, Madame, zack. Okay. Okay, er war schnell. Madame, zack. Okay. Boss ohne Geld. Oh, waren wir zu schnell. Leben Sie auf der Reeperbahn? Ja, ich bin da, Madame, zack. Okay. Was brauchen Scheiße. Wir denn so früh? Essen, Wasser, Gitter und Metallschwamm. Schwamm? Metall? Ja, Metall. Schwamm. Ja, ich viens derrière moi. Je parle français, je parle italien, je parle anglais, je parle espagnol, je parle allemand. Das hat er alles auf Französisch gerade gesagt. Parle norvégien. Wie viel kostet? Nein. Pump it up. Es war leider zu kurz und ich glaube, pump it up passt nicht. Du brauchst ohne Geld. Ja. 4 Stück. Okay, 99 Cent. Ja. Sicher. Weil hier schwer, schwarm. Das ist, guck mal. Andere. Edelstahl. Okay. Stahl rein. Aber der Boss ohne Geld kann. Achso, ich habe hier 3 Euro. Bon. Reicht. Der Boss ohne Geld. Ja, das reicht für mich. Was machst du damit? Für, wie heißt du? Stoff waschen.
Kraftiker. Ich bin der Boss ohne Geld. Das hat er jetzt dreimal gesagt. Wieso denn der Boss ohne Geld? Er trägt die Tasche, so wie ich in der ersten. Ich bin Boss, weil gesund habe. Das für mich ist sehr wichtig. Geld kann nicht alles machen. Ich brauche meinen Kopf frei, ich brauche keinen Stress in meinem Kopf, ich brauche keinen Bodyguard, ich brauche kein Video, ich brauche keine Kamera, ich brauche das nicht. Ich schlafe mit Money ruhig, ohne Angst. Deswegen, ich bin der Boss ohne Geld. Ja. Mit Geld lebt es sich aber auch nicht schlecht. Arno Knossi Kluge ist der neue Pfanddosenkönig von St. Pauli. Ja, bracka. Ruhig, Bodyguard, ich brauche kein Video, ich brauche keine Kamera, ich brauche keinen Stress in meinem Kopf, ich brauche keinen Bodyguard, ich brauche kein Video, ich brauche keine Kamera, ich brauche das nicht. Ich schlafe mit Money ruhig, ohne Angst. Ohne Angst. Deswegen, ich bin der Boss ohne Geld. Boss ohne Geld. Ja. Mit Geld lebt es sich aber auch nicht schlecht. Arno Kluge ich brauche keine Bau, ich brauche keine Boom. Digga, zensierte Version, zensierte Version. Mit der Boss ohne Geld. Mit der Boss ohne Geld. Okay, Klossi, wir machen weiter. Dosenkönig von St. Pauli. Was gibt's denn Leckeres? Hähnchenleber. Oh, sehr speziell. Ja. Kochen Sie selber? Ja. Wie bereiten Sie die zu? Ey, er ist anders, einfach Klossi. Ja, ich brate die mit Zwiebelring. Und dann wird die richtig gewürzt. Und dann ist er schon fertig, also ist ein ganz einfaches Gericht. Schreib mit Ypsilon, ich werde Ypsilon schreiben. Ich bin einer von den wenigen, der bei Penny immer noch was rauskriegt. Suchst du Personal? Nee. Hab ich schon alleine. Oh Mann. Ich würde mich freuen. Ich finde es auch immer geil. Du kennst ja mehr als ich. Das ist das Ding, Bruder. Get your money up, not your funny up. Geld in der Tasche. Noch 18 Euro. Haben Sie übrig? Ja. Er ist so rich, Digga. Um dort weiteres Leergut zu versilbern. Seit 2 Monaten sammelt Arno Dosen und Flaschen. Er will unliebsame Mitstreiter vertreiben und weiter abspecken. Auch so geht Fitness. Digga, ich wünsche dir alles Gute, Digga. Wir sind schwarze Jungs, doch wir jagen buntes Geld. Ich nehme, was mir gefällt.